So, das Ganze jetzt nochmal, denn es steht noch ein Arschtritt aus. Erstmal Panzer, du machst Speedy. Speedy! Ja, die Ammo-Springer habe ich zwischendurch immer noch. Ich weiß nicht. Mir fallen sie so langsam nicht mehr auf. Nur halt ab und zu noch. So, ich habe eben einen anderen Stein angelegt. Und Schädelhieb. Das ist eine Kopfnuss, ja. Die machen wir jetzt mal. Sag mal, Junge, weißt du eigentlich, wie wir so eine Kopfnuss tut? Nee? Gleich wirst du es wissen. Auch habe ich eben versucht, ihn mit Feuer anzugreifen. Jetzt versuche ich es mal mit Eis. Vielleicht steht er lieber drauf, zu erfrieren, als in Flammen aufzugehen und zu brennen. Und? Ne? Macht Schaden? Macht's keinen Schaden? Oh, keinen schlechten Schaden. Und wie weh tut die Kopfnuss? Autsch, die tut weh. Die tut richtig weh, die Arsch. Auch unser kleiner Engel will draufhauen. Ist das nicht süß? Nochmal Eis. Oh, das war so schön. Ja. Nochmal den schönen Schneesturm. Ja, das wird doch, oder? Sieht... Sag mal. Der kleine, nacktärschige Engel haut drauf. Ist es nicht putzig? Ja, richtig putzig, oder? Kann ich jetzt wieder? Nee, kann ich noch nicht. Scheiße. Dann heile ich eine Runde mal. Ja, die Serien kann irgendwie keiner heilen. Heilzauber. Weiß auch nicht. Muss ich ihr bei Gelegenheit mal vielleicht beibringen, wenn es überhaupt geht. Wenn nicht, dann scheiße. Kirchenlied. Oh. Okay. Das war mal ein ordentliches Liedchen. Aber das nächste Mal bitte ohne die Kirche. Danke. Die Sau mir. Jetzt muss. Nein, immer noch nicht. Okay, Krafttrank auf die Seelen. Die zaubert weiter Eis. So macht sie einfach mehr Schaden an ihm. Wenn sie draufhaut, ich glaube, dann macht sie ein paar 70 oder so. Und mit dem Eiszauber macht sie gleich 100. Das ist schon ein Unterschied, würde ich mal sagen. Erst recht in einem Bosskampf. Ich halte jetzt für einen Moment mal wieder die Klappe. Hört euch einfach nur wieder diese geile Musik an. Ist doch schön, oder? Ja, ich weiß, wieder heilen. Vielleicht dürfte er liegen. Allzu viel hat er nicht mehr. Glaube ich zumindest. Gut, dass ich geheilt habe. Nee, immer noch kein schönes Leben. Hier mit dem nicht auch Eis? Nein? Hm. Dann heile ich eben. Aber die kann noch Eis. Gut, ich könnte mit ihr ja auch mal eine Zornesattacke machen. Okay, hat sich erledigt. Jetzt nur noch den kleinen unnötigen Echsenmenschen. Und dann wäre der Kampf vorbei. Und der Kampf ist vorbei. Wir erhalten 5100 Erfahrung, 1250 Goldmünzen. Okay, so sollte sich das Arg gerade nicht anhören. Ich hatte mich verschluckt. Ja, kommt auch mal vor.
Mein Baby, Jairus. Es ist in Sicherheit. Iris. Schön, dich wiederzusehen, Maxim. Ich habe meine Reise begonnen, wie du es mir gesagt hast. Ich habe an vielen Orten mit vielen Leuten gesprochen und ich habe Salen getroffen. Ich habe Gates besiegt und der Welt den Frieden zurückgebracht. Ist damit mein Auftrag erledigt? Eigentlich schon, aber dein Schicksal hat sich geändert. Was soll das heißen? Wenn du gestorben wärst, nachdem du Gates besiegt hattest, hätte Frieden geherrscht. Super, ich werde bestraft, weil ich weiterlebe. Klasse, danke. Aber du hast Salem geheiratet und einen Nachkommen hinterlassen. Du hättest eigentlich diesen Turm nicht lebend verlassen dürfen. Aber ich... Der Fluss der Zeit ändert sich ständig, sodass auch ich nicht mehr in die Zukunft sehen kann. Aber ich kann dir sagen, dass für dich jetzt die Zeit gekommen ist, zu gehen. Um deine Lieben zu schützen, musst du wieder in den Kampf ziehen. Willst du damit sagen, dass es noch einen Gegner gibt, der stärker als Gates ist? Wenn du tatsächlich die Kraft besitzt, das Schicksal zu beeinflussen, dann wirst du es eines Tages wissen. Und da verschwindet sie wieder. Maxim. Salen, geht es Jairus gut? Ja. Du wirst wieder in den Kampf ziehen, nicht wahr? Ich muss gehen, um Jairus und dich gegen das Böse zu verteidigen. Ich gehe mit dir. Nein, das geht nicht. Du musst bei unserem Sohn bleiben. Wenn ich eine gewöhnliche Mutter wäre, dann könnte ich mit Jairus auf deine Rückkehr warten. Aber ich bin eben nicht gewöhnlich. Ich kann kämpfen. Ich will kämpfen, um Jairus zu beschützen. Vielleicht siehst du ihn nie wieder, wenn du jetzt mit mir gehst. Wenn wir den Feind nicht besiegen können, dann wird es mit dieser Welt sowieso bald vorbei sein, aber... Aber was? Aber ich werde zu Jairus zurückkehren und ein friedliches Leben mit euch beiden führen. Ich wusste, dass ich dich nicht davon abhalten kann. Gut, zuerst sollten wir Idura finden. Lass uns vorher noch nach Pandoria gehen. Wir können Jairus dir nicht mitnehmen. Gut. Ja, das werden wir dann auch mal tun. Tante, bitte pass auf Jairus, meinen Schatz, auf. Das werde ich, Salen. Doch warum ziehst du wieder in den Kampf? Es wäre doch so schön, wenn du nur Mutter sein könntest. Oder nicht? Aber ich bin doch glücklich. Ich kämpfe für die Menschen, die ich liebe. Das musst du schon selbst wissen. Ich werde auf jeden Fall gut auf deinen Sohn Acht geben. Danke, ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Salen, du musst bald wiederkommen. Jairus braucht seine Mutter. Ich weiß, Tante. Ja, da haben wir den Kleinen wieder zurück. Nur nicht sehr lange, würde ich da mal sagen, denn Maxim und Salen ziehen wieder los. Und warum? Ja,
nur weil sie nachts nicht die Finger über der Bettdecke lassen konnten. Gut. Und dann kam 9 Monate später der kleine Jairus. Aber die Reise wird in meinen nächsten Videos weitergehen. Ich sage bis dann denn bei Let's Play Lufia 2 The Rise of the Sinistrals.